Ja gut, dann gehen Sie doch nach Hause, wenn Sie wollen. Niemand hindert Sie am Gehen. Ja, los, los, los. Die Unruhe in der Jugend, über die viele Erwachsene klagen, ging von den Universitäten aus. Der Meinungsstreit um die Reform der deutschen Hochschulen, der schleppende Beginn der Reformbemühungen, schürten den Unwillen mancher Studenten. Die Wohlstandsgesellschaft investierte zwar Millionen in moderne Universitätsgebäude und Forschungseinrichtungen, sie brachte es aber nicht fertig, die Struktur der Hochschule schnell genug der veränderten Wirklichkeit anzupassen. Auch die Einschätzung der Studenten in der Bevölkerung wird noch häufig von vordemokratischen Kategorien geprägt. Studieren und Lernen, studentischer Ulk und unverbindliches Aufbegehren als Ventil jugendlicher Gärung sind Verhaltensweisen, die man Studenten zubilligt. Aber für die Öffentlichkeit ist es noch nicht selbstverständlich, dass auch Studenten in Politik und Gesellschaft verantwortlich handeln. Herr Theissen, Sie sind wissenschaftlicher Assistent der Politologie. Wie sehen Sie den Rollenkonflikt der Studenten in der Gesellschaft der Bundesrepublik? Da ist zunächst einmal zu erwähnen, dass ja der Student von seinem Alter her ein erwachsener Mensch ist, wenn er an die Universität kommt und sich nun in der Lage sieht, sich Zwängen unterordnen zu müssen, die diesem Tatbestand eigentlich nicht gerecht werden. Er sieht sich vor Anforderungen gestellt, die an sich seinem Alter, gerade auch im Vergleich zu den gleichaltrigen berufstätigen Menschen, aus dem außeruniversitären Bereich nicht adäquat sind. Der Schrei nach Mitbeteiligung ist nichts anderes als eine ganz berechtigte Reaktion auf eine jahrzehntelange Frustration der Studenten, die jetzt sich einfach bis zu einem gewissen Grade emanzipieren wollen. Nicht? Und die Tatsache, dass die Lehrenden bisher ja immer praktisch in Anspruch genommen haben, dass sie allein für alles kompetent seien, was an der Universität gesagt wird, muss man heute bis zu einem gewissen Grade in Frage stellen. Man wird eingespannt in einen Studienbetrieb, der zum einen unübersichtlich ist, bei dem zum anderen nicht intermediäre Leistungskontrollen eingebaut sind, von denen man dann absehen könnte, wie weit man nun selber im eigenen Wissensstand fortgeschritten ist. Und schließlich damit verbunden, bekommt der Student schon in den ersten Semestern eine Form der Examensangst, die ihn dazu zwingt, bestimmte Neurosen zu entwickeln, die sich dann umsetzen in der Form, die man heute allgemein auch Politisierung nennt, in welcher Form auch immer. Wir kriegen, das ist die Gefahr, viele Studenten, die mit sehr vagen Vorstellungen an die Universität gehen. Typisch, im vergangenen Semester haben von den Anfängern 70%, fast 70%, Journalist angegeben als Beruf. Und als ich dann bei einigen näher nachgefragt habe, du sagst, naja, das ist eine Kategorie, die haben wir zunächst mal angegeben, da kann man ja sehr viel machen. Im Grunde genommen war mindestens die Hälfte, hätte ehrlicherweise anstelle von Journalist Fragezeichen setzen müssen. Diese Verbindungen können wir verseifen in die Alkohole und die Säure zurück. Fragezeichen überall. Rollenkonflikte, Unsicherheit, Minderwertigkeitskomplexe, materielle Schwierigkeiten erschweren den meisten Studenten den Weg durch das Studium.
Sie finden sich nicht zurecht in dem unüberschaubar gewordenen Apparat der Massenuniversität. Seit 1950 stieg die Zahl der Studierenden um fast das Dreifache. Immer mehr überschritten die vorgeschriebene Semesterzahl ihres Faches. 1950 waren 12,4% der Studierenden im 9. oder höheren Fachsemester. 1960 schon mehr als 30%. Vor allem in den Geisteswissenschaften sind die Seminare überfüllt. Ein freier Austausch von Meinungen wird immer unmöglicher. Auch die überkommene Organisation der Universität war diesem Ansturm nicht gewachsen. Die Einteilung in nur wenige Fakultäten kann der Expansion der Wissenschaften nicht mehr gerecht werden. Professoren verwalten alleinverantwortlich eine ganze Wissenschaftsprovinz. Sie stehen an der Spitze einer Pyramide von absolut Abhängigen. Aber die Dozenten, die wissenschaftlichen Angestellten und Assistenten, der sogenannte Mittelbau, fordern ebenso wie die Studenten schon seit langem nicht nur Mitsprache, sondern das verbriefte Recht, mitzuentscheiden. Und manche Professoren unterstützen sie dabei. Wenn wir etwas heute erreicht haben, also stärkere Vertretung unserer Gruppe zum Beispiel, der wissenschaftlichen Beamten und Angestellten in den Fakultäten, so hängt das im Grunde genommen damit zusammen, dass die Studenten revoltiert haben. Wir sind den Studenten zu Dank verpflichtet für ihre Initiative. Und diejenigen, die nur palavern wollen, die müssen sich anderen Berufen zuwenden. Und diejenigen, die darauf aus sind, diese Leistungsgesellschaft zu zerstören oder die Funktionsfähigkeit der Universität zu lähmen, die können nicht auf die Dauer an der Universität bleiben, sonst wird die Universität zerstört und die Gesellschaft geschädigt. Wir sagen, dass auch Professoren Gewalt anwenden. Das heißt, wir unterscheiden zwischen sublimer Gewalt, versteckter Gewalt und offener Gewalt. Im Strafgesetzbuch wird nur die offene Gewalt bestraft. Worin liegt die Gefahr, wenn Studenten sich nicht nur um ihre engeren Ausbildungsprobleme, sondern um die Res Publica, um die öffentlichen Dinge kümmern und sogar ein politisches Mandat für die Institution Universität fordern? Soll man der Universität dieses Recht zugestehen? Ich bin der Meinung, dass die Gesamtuniversität oder Gremien der Gesamtuniversität nicht das Recht haben, sich zu politischen Fragen, soweit es nicht hochschulpolitische Fragen sind, in grundsätzlicher Form zu äußern. Es geht nur darum, dass die Universität das Recht und die Pflicht hat, ihre gesellschaftliche Verantwortung ausüben zu können. Und dieses Recht hat sie in der Vergangenheit ständig benutzt. Sie hat sich ausgelassen über allgemeinpolitische Fragen in Bezug auf den Kommunismus, speziell in Bezug auf die DDR und ähnliches. Nur wird die Frage eben jetzt akut, wo sich die Äußerungen aus der Universität, speziell aus der Studentenschaft, eben gegen das herrschende System richten und nicht mehr systemkonform sind. Dort wird es kritisch und dort versucht man, diese Äußerungen zu unterdrücken. Prinzipiell würde ich das politische Mandat der Universitäten bejahen. Mir scheint aber, dass es sinnvoll ist, dieses Instrument scharf zu erhalten. Das heißt, es zu verstehen in der reduzierten Form eines Widerstandsrechtes, das in den Fällen wirksam werden soll, in denen die Voraussetzungen der Freiheit von Lehre und Forschung selbst betroffen sind. Wir meinen, dass die Zeit des Elfenbeintons endgültig vorbei sein sollte. Die Wissenschaft ist politisch. Sie hat politische Auswirkungen, sie sollte dieses begreifen und diese politischen Auswirkungen in ihre Arbeit mit einbeziehen. Die Studenten sind noch innerhalb der Gesellschaft die ungebundenste Gruppe. Das heißt, man kann von keinem Familienvater verlangen, der drei Kinder hat, dass er auf die Straße geht und demonstriert, wenn er damit seine Stellung aufs Spiel setzt. Die Studenten sind praktisch die Proletarier des 20. Jahrhunderts. Noch vor wenigen Jahren klagten Politiker, Lehrer und Professoren über die politische Ignoranz und Interesselosigkeit der Schüler und Studenten. Die politischen Hochschulgruppen hatten nur wenig Zulauf und waren in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Das Bild hat sich gewandelt. Etwa seit dem Zusammenschluss der Großen Koalition im Jahre 1966 wuchs die Opposition außerhalb des parlamentarischen Systems. Auch an den Hochschulen setzte eine Aktivierung der Studenten ein. Herren, haben Sie gewählt? Nehmen Sie Ihre Rechte wahr.
oder ihre Pflicht. Wer nicht wählt, wählt den, den er nicht gewählt hätte, wenn er gewählt hätte. Zur Politisierung der Fachschaften möchte ich sagen, dass diese Politisierung allerdings tatsächlich stattgefunden hat, allerdings in einer etwas eindeutigen Richtung. Diese Politisierung ist nämlich einfach eine Linkspolitisierung der Fachschaften. Denn, ich bin ja bereit, den Beweis anzutreten. Wenn ich das genau durchgesehen habe, was an RCDS-Kandidaten für die diesjährigen Parlamentswahlen in den Fachschaften arbeiteten, so waren es genau zwei. Und wenn Sie sich dann anschauen, welche Kandidaten des Linkskartells in den Fachschaften arbeiteten, wer beispielsweise im Koordinationsausschuss der Fakultät arbeitete, so habe ich bis jetzt noch niemand da von der rechten Gruppe gesehen. Dieser Linksruck war eine Folge des Zusammenschlusses verschiedener Hochschulgruppen zu einem sogenannten Linkskartell. Auch im Doktorandenseminar des Chemischen Staatsinstitutes diskutierte man besorgt dieses linke Ergebnis der Asterwahl. Sie sagten, durch den Linksrutsch eine stabilere Mehrheit gebildet hat, dieser besonders virulenten Gruppen, dass die Reaktion jetzt etwas weniger hysterisch werden. Ich würde glauben, dass dann eine Versachlichung eintreten könnte. Wenn ich noch rein sachlich ergänzen darf, die Wahlbeteiligung war ja diesmal höher wie das letzte Mal. Man muss das einfach zur Kenntnis nehmen. Und es waren vor allen Dingen die sogenannten Linken an unserer Hochschule, die es geschafft haben, 46% der Studenten zur Wahl zu mobilisieren. Wie soll das denn praktisch jetzt weitergehen von der Studentenseite aus? Werden die Studenten anfangen, sich selber zu verbrennen? Oder werden die Studenten dazu übergehen, zum Beispiel ihren Rektor aus dem Fenster zu werfen? Da habe ich die studentischen Vertreter eben auch gefragt, wie soll es nun weitergehen? Und die Vertreter der Studenten unserer Fakultät sind ja doch noch aufgrund auch ihrer Ausbildung her sehr sachorientiert. Und da sagten die auch, also ob ein zweites Go-In für die Sprengung der nächsten Fakultätssitzung sinnvoll wäre, das müssten sie natürlich selber überlegen. Ja, aber das könnten Sie auch nicht einfach. Ich fand es bei der ersten nicht sinnvoll. Das kommt ja auch noch an, dass praktisch genehmigt wird, das zweite Go-In. Denn es sind ja jetzt schon von Seiten der Studentenschaft praktisch Brigaden aufgestellt worden, die gegen ein solches neues oder zweites Go-In protestieren wollen, beziehungsweise auch den Leuten leicht und sanft auf den Kopf schlagen wollen. Ja, obwohl, Herr Kaminski, da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schizophren. Ja, aber das wird ja gefordert. Ja nicht entstanden, weil sie irgendwie komisch finden, eine Fakultätssitzung zu sprengen, sondern sie sind in dem Moment entstanden, weil sie betroffen waren, weil gewisse Dissertationen dann nicht zu Ende behandelt werden konnten. Ja, das ist eben das Traurige. Ja, da ist sofort die Bürgerwehr da, wie es ans eigene Fleisch geht. Der Student soll gefragt werden, er soll informiert werden, er darf nicht vor gefällte Entscheidungen gestellt werden, die er dann zu fressen hat oder gegen die er dann nur noch protestieren kann, sondern er soll nach meinem Dafürhalten und zwar drittelparitätisch in den Entscheidungsgremien dieser Universität vertreten sein, mitentscheidend.